So, hallo Leute, heute wollte ich zum Boxen, zum Boxclub, aber mein Rücken macht es nicht mit. Gell? Ich wäre so gern Mittwoch, Samstag zum Boxen für ein paar 30 Euro im Monat. Mensch, sofort würde ich mich anmelden, wäre ich gesund. Aber die haben mir hier in der Heimat alle Zähne rausgedacht, hier vorne, für Hühnerfrikassee essen. Die haben einen tödlichen Zahnei gedacht, hat der Zahnarzt daraus operiert. Einer wollte noch aus der Familienkreis mir hier tödliche Wunde in Neid denken. Dann haben sie mir einen Eiderbatzen zwischen die Beine gedacht, der ist geplatzt durch zwei Menschen. Einer am Ring und einer bei mir, ein halber Enger. Also vier Morden schlecht, ne? Zahn einprogrammiert, Rippenfell, habe ich ganz vergessen, wollten sie auch, war ich beim Doktor, hat er geschaut, war wieder okay, Zahn war okay, die haben sie rausgedacht und den Eiderbatzen zwischen die Bar. Vier Morden schlecht per Gedankenkraft. Gehe ich damit um? Indessen berührt es sich seit 5 Jahren am Rücken, dass der Rücken schon kaputt ist und ich kann jetzt nicht auf Boxzähne. Stell dir vor. Wichtig war auch, nice, will mir was an die Erinnerungsmöglichkeiten, Moment. Ah ja, 4 Corona-Spritzen haben sie mir verpasst. Feinstofflich an Andreas erpresst im 4. Stock am Hohenzollernring. Und 4 Corona-Spritzen verpasst, obwohl ich Impfen verweigert hatte. Und ich weiß, die 4. Dosis, irgendwas war damit. Wisst ihr noch? Das ist der 5. Mal am Schlag. Per Gedanken und Magie. Die haben einen Dachschaden. Das ist mein Befund. Die können einfach kontrolliert. Solchen gehört der Talent entzogen. Ich schicke das jetzt weiter. Es waren also 5 Mordanschläge. Ja, Rippenfell, Zahn, Eiderbatzen. Die 4 Corona-Spritzen zähle ich dazu. Und Zahn tödlich und Zahnentzündung tödlich. So, jetzt sind wir bei 4, 5. Und ich sehe das nicht mehr ein. Wisst ihr, ich war in Madrid, hätte ausgeleitet werden können, aber ich bin zurückgekehrt, um was zu reparieren. Wir haben jetzt eine ewige Dimension, seit 12 Monaten gesehen, in weiter Zukunft. Und meine 100 Wanderstäbe, die ich verteilt habe, die haben das mit bezweckt, dass wir eine ewige Dimension haben. Jetzt habe ich 2000 Holzsachen verteilt und 100 Wanderstäben. Zur Güte. Und die haben kacknah dich in Ruhe lassen, die wollen mit Platzvertreibung arbeiten. Wohin? Ja. Die wollen mit Platzvertreibung arbeiten. So einfach ist die Geschichte. Mache ich aber nicht mit. Ich war in Madrid, Ankara, Côte d'Azur. Ich war an der Atlantik. Ich war bei Mutter in Zukunftsschau und bei Vater in Zukunftsschau. Nirgendwo war besser wie da. Nur die Anschlagerei muss halt aufhören. Ich melde das jetzt, soweit ich kann. Bis dahin, gehabt euch wohl.